an. Ich hoffe, man hört mich gut. Hört sich eigentlich so an. Ja, hallo. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr alle daherkommen seid. Trotzdem, dass es draußen Kaffee und andere Möglichkeiten gibt, sich irgendwie da die Zeit zu verschönern. Mein Name ist Michi. Ich arbeite bei der Firma Flatout Technologies. Und ich werde euch heute kurz darüber erzählen, was wir so tun, welche Ziele wir vertreten und was das alles mit einer Dev-Community zu tun hat. Prinzipiell, was wir tun, sind, wie man vielleicht schon erahnen kann, was wir bauen, ist eine Plattform für Smart Homes. Bevor ich das tue, ein kurzes Wort zur Sprache. Little thing about the language. The talk is originally supposed to be in German and I'm going to hold it in German. I hope everyone's okay with that. If there's any questions from a non-German speaker, please feel free to ask anytime. I'm going to try and explain in English as well. Yes? Yes. The slides are in English. The slides are in English for the purpose so everyone can kind of comprehend what I'm saying. Since the talk was announced as German and I'm actually filling in for a coworker of mine who was going to hold it in German, I'm just going to hold it in German to conform with what was announced. But as I said, if there's any questions, feel free to ask in any of these two languages at any time. For other languages, I can't confirm anything. Okay, passt. Also ich habe gesagt, Plattform für Smart Homes machen wir. Bevor ich die genauen Ziele beschreibe, was wir bauen, vielleicht kurz einen Überblick über die Vision. Wir kennen es alle. In welche Richtung es sich entwickelt. Wir wollen Smart Homes haben, wir wollen Dinge schalten können, wir wollen Dinge steuern können, Lichter ein, aus, Jalousien rauf, runter, wir wollen die Heizung steuern können. Es gibt schon sehr viel auf dem Gebiet. Es gibt sehr viele, sage ich jetzt mal, Lösungen, die eine gute Vorreiterrolle erfüllen. Das heißt, ja, vielleicht hat sich der eine oder andere aus diesem Raum schon mal hingesetzt und mit einem Raspberry Pi irgendwas gebaut und irgendwelche Lichter gesteuert. Was wir finden ist, dass es alles eine sehr gute Bandbreite an Funktionalitäten bietet. Und was wir wollen, ist diese Funktionalitäten irgendwie zusammenfassen in eine Art Plattform, in eine kohärente Umgebung, mit der man einerseits gut arbeiten kann, also das Smart Home bedienen kann. Das sind dann so Luxusfunktionen. Man sieht hier auf diesen schönen Comics. Ich wache auf, das Licht geht langsam an, die Kaffeemaschine geht an, weil ich ja in der Früh meinen Kaffee brauche. Die Jalousien gehen rauf, wenn es draußen hell genug ist. Wenn es nicht hell genug ist, bleiben sie unten, das Licht geht noch weiter an. Ein anderer Anwendungsfall. Ich muss schnell weg, ich habe einen Termin übersehen. Ich renne raus, mein Smart Home erkennt, dass ich rausrenne und dreht alle Stromverbraucher ab, die ich vergessen habe abzudrehen. Also Klimaanlage, irgendwelche Heizungen. Oder Sicherheits... also Heimsicherheit, zum Beispiel da unten das Comic, das wir sehen, ist eine Familie ist auf einem Ausflug und auf einmal kommt die Frage auf, oh, haben wir den Herd abgedreht? Nein, kann ich per Smart Home machen. Das heißt, diese Vision, sage ich jetzt mal, das Long-Term Goal ist, diesen Smart Home zu bauen. Natürlich gibt es auf dem Weg sehr viele Herausforderungen und über die möchte ich heute reden. Alle diese Funktionalitäten wollen wir eben in einer Art Plattform vereinigen, das ist unsere Flat Cloud, wie wir das genannt haben. Das, was ihr hier seht, ist die Softwarearchitektur, die wir entwickelt haben und an der wir auch laufend weiterentwickeln. Einerseits, wenn man von oben anfängt, beim Kunden daheim, habe ich Endgeräte, habe ich Schalter, Jalousien, Heizungen, aber auch Sensoren. Das heißt, ich will mir anschauen können, was ist meine Temperatur gerade oder ist gerade Bewegung im Haus auf längere Sicht. Vielleicht kann ich vielleicht eine Kamera einschalten oder wenn ich will. Und diese ganzen Geräte benötigen irgendeine Art von Gateway, das bei mir daheim steht. Dieses Gateway ist mal hier das Gateway benannt, da kann's verschiedene Formen davon geben, auch dazu werde ich noch ein paar Sachen sagen. Die Architektur, die wir uns jetzt überlegt haben, das war ein langer Prozess, ist nicht so von heute auf morgen entstanden, besteht einerseits aus dem Gateway, andererseits aus der UI, die der User halt am Handy oder am Tablet oder auch am PC hat. Und dazwischen die Flat Cloud. Was ist die Flat Cloud? Die Flat Cloud ist eine Serverumgebung, ein Serversystem, das erlaubt, dass der Benutzer und das Smart Home sich sozusagen lokal trennen können. Das heißt, der Benutzer kann es nicht nur daheim bedienen, sein Heim. Das heißt, ich kann von der Couch aus irgendwelche Lichter schalten, was zwar recht nett ist, aber ich kann auch unterwegs eben dieser Anwendungsfall mit, ich bin unterwegs, will schauen, ob mein Herd eigentlich an ist. Kann ich einen Herd ausschalten. Und um diese lokale Trennung zu ermöglichen, haben wir uns diese Cloud-Architektur überlegt. Die bietet natürlich auch sehr viele Schwierigkeiten, bringt sehr viele Schwierigkeiten mit sich. Auch dazu werde ich noch eingehen. Interessant aus, sage ich jetzt mal, Entwicklersicht,
sind die APIs, die dazwischen hängen. Das heißt, wir haben zwischen Flatcloud und Gateway haben wir die Gateway API und zwischen Flatcloud und UI oder Frontends haben wir die Frontend API. Warum? Warum haben wir es so gebaut und warum erzähle ich euch das jetzt? Die Idee ist nicht nur, dass wir als Firma irgendein Produkt herstellen und das irgendwie verkaufen, das ist natürlich auch interessant, aber die Idee ist, dass man mit der Öffnung solcher APIs ein relativ offenes System bauen kann. Das heißt, man kann als Entwickler sich nicht nur ein Smart Home daheim einrichten und verwenden, man kann als Entwickler zusätzliche Frontends bauen. Das heißt, wenn ich möchte, kann ich mir jetzt eine Android-App schreiben oder wenn ich Android-Entwickler bin, kann ich das wahrscheinlich leichter als ich, der keiner bin. Oder wenn ich mir ein Frontend bauen möchte, das aus irgendwelchen anderen Inputs die Kommandos bezieht, dank der Frontend-API ist es prinzipiell möglich. Das gleiche auch quasi auf der Gateway-Seite. Wir haben jetzt, ich komme auch dazu noch, wir haben ein Referenz-Gateway gebaut, das mit Z-Wave arbeitet, das ist ein Funkstandard. Aber prinzipiell ist das, was wir planen, busunabhängig. Das heißt, es ist unabhängig von der Art der Kommunikation, wie das geht, wie mit den Geräten spricht. Das heißt, wenn ich jetzt nicht Z-Wave-Geräte ansteuern möchte, irgendwelche Lichtschalter oder Temperatursensoren, sondern meine Kamera einbauen möchte, die ich mir im Zimmer aufgestellt habe, oder irgendeinen Server als Sensor sehen möchte und sagen, ich will die Temperatur überwachen, ist ebenfalls möglich. Ein paar Worte zu dem, was ich schon angedeutet habe, zu unseren Goals. Wir sind prinzipiell der Meinung, dass Geräte sehr viele verschiedene Arten von Geräten. Geräten haben ihre Eigenheiten. Geräte haben Eigenheiten wie irgendwelche Sensoren, die Werte liefern in verschiedenen Einheiten oder die Einheiten kann man manchmal auswählen, manchmal nicht. Bei Lichtschaltern gibt es Schalteigenheiten, die brauchen länger, die brauchen weniger, die brauchen das Kommando. Unsere Ziele sind, von diesen Eigenheiten zu abstrahieren. Das heißt, die Geräte quasi in einer perfekten Welt darzustellen, wo jedes Gerät sich auf gewisse Art und Weise ähnlich verhält. Und auch die Busse, über die Geräte angesprochen werden, zu vereinheitlichen. Gleichzeitig wollen wir natürlich einerseits eine Plattform bieten für unsere Business-Customer, unsere Kunden als Firma. Das erlaubt uns irgendwie als Firma zu überleben. Aber wie ich schon angesprochen habe, an die Developer-Community, sich der Developer-Community zu öffnen und zu erlauben, dass gegen unsere APIs programmiert wird. Das klingt natürlich viel schöner, als es in der Realität im Moment ist. Jede Firma hat irgendwie ein Interesse daran, Business irgendwie zu machen und Geld zu machen. Das schneidet sich manchmal mit der Idee von Open Community, Open Developer. Wir versuchen es trotzdem. Wir versuchen es trotzdem mit der Vision, dass man eine Plattform herstellen könnte, ähnlich Android für Smartphones, eine Plattform für Smartphones zu entwickeln. Challenges, die wir dabei hatten, mal abgesehen davon, wie ich gesagt habe, dass sich die Idee mit Developer Community und gleichzeitig einer Firma manchmal nicht so verträgt. Die Challenges, die wir dabei gesehen haben, waren einerseits müssen wir natürlich, wenn wir sagen, wir wollen von den Geräteeigenheiten abstrahieren, das klingt schön und toll, aber wir müssen irgendein busunabhängiges Datenmodell finden, das alle Geräte irgendwie einerseits unterstützt, das heißt, dass alle Geräte da irgendwie in die Abstraktionsmöglichkeit reinfallen. Gleichzeitig darf das natürlich nicht zu wenig Funktionalität haben, weil irgendwie muss ich das Ganze auch verwenden können. Wir haben uns sehr viel damit befasst, ein User Interface zu bauen. Es soll intuitiv sein, es soll gut zu bedienen sein. Die Idee dahinter ist, dass man auch sozusagen nicht Tech-Usern eine Möglichkeit bietet, ihr Smartphone zu verwenden. Wir bauen ein System, das prinzipiell für eine große Benutzeranzahl zur Verfügung stehen soll. Das heißt, man soll irgendwie eine Skalierbarkeit da haben. Es sollen die Server darauf ausgelegt sein, mit großen Datenmengen umzugehen. Das ist insofern ein Issue, weil ein Smart Home laufend Daten produziert. Ein Smart Home, das Sensoren hat oder wo jemand ein Licht schaltet, alles, was ich da habe, produziert irgendwie Daten. Die Daten sollen prinzipiell verfügbar sein. Das heißt, ich will auch im Nachhinein sehen können, History-Werte, aha, gestern hatte mein Zuhause so und so viel Grad mehr als vorgestern oder als letztes Jahr, das sind alles Datenmengen. Ein weiteres Issue, das wir natürlich haben, ist Security. Gerade bei Smart Homes brauche ich, glaube ich, nicht extra noch zu betonen, ist die Security sehr wichtig. Ich habe Daten, die irgendwie mit meinem persönlichen Leben zu tun haben. Ich habe Daten über mein Zuhause, das sind prinzipiell schützenswerte Daten und ja, da ist natürlich das Challenge auch an uns als Plattformbetreiber, diese Security herzustellen. Und last but not least, wir wollen als Firma überleben. Das Ganze muss irgendwie passieren in einer Umgebung von laufend sich ändernden Requirements, von Wünschen, die dazukommen, von
von Sonderanfertigungen für Kunden. Ja. Gut, ich habe gesagt Cloud. Warum Cloud? Cloud ist ja ein Hype, der jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr stark geworden ist. Warum sind wir auf diesen Hype-Train aufgesprungen oder warum tun wir das? Es gibt einige offensichtliche Vorteile einer Cloud, einer Cloud-Architektur. Das heißt, einer Architektur, wo prinzipiell das Frontend nicht die ganze Logik enthält, sondern irgendwo ein Server sitzt, der die Logik verwaltet. Mal abgesehen davon, dass, wie gesagt, dass wir das Ziel haben, Device-Spezifika zu abstrahieren, haben wir durch diese Cloud-Architektur den Vorteil, dass der Benutzer das zu Hause steuern kann von überall. Das heißt, ich muss nicht im Haus sein, ich kann auch on the go etwas steuern. Und ich habe auch eine gewisse Device-Unabhängigkeit. Prinzipiell kann ich für jede Device-Art, die irgendwie netzwerkfähig ist, ein Frontend bauen. Das sind die Vorteile. Ein weiterer Vorteil ist, sage ich jetzt mal, Server-Side-Intelligence. Das heißt, ich kann mir für mein Smart Home Actions anlegen, so if-then, wenn meine Helligkeit größer ist als so und so viel Prozent oder Lux, dreh die Lichter ab, dreh sie an, dreh die Jalousien rüber, also dreh die Jalousien oder tu sie ganz drauf. Sowas ist nicht machbar, wenn ich nur am Endgerät die Logik habe, weil sobald ich das Handy abdrehe oder es kein Akku mehr hat, funktioniert nichts mehr. Und ein weiterer Benefit, das ist wie gesagt das, was wir verfolgen, das, was wir hier pushen wollen, ist, sich der Developer-Community zu öffnen und Entwicklung zu fördern, weil je offener eine Plattform ist, desto eher kann sich jemand das anschauen und sagen, hey, ich programmiere jetzt eine App für mein Smart Home. Natürlich hat das auch sehr viele Challenges. Wie bereits angesprochen, Security ist gerade in Zeiten, wo alles in der Cloud liegt, sehr, sehr, sehr kritisch. Das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen. Da gab es einige Hacks, einige Leaks. Das Zweite, was ich bereits angesprochen habe, sind riesige Datenmengen. Bei Pilotprojekten ist es vielleicht weniger interessant, aber wenn das Ganze skalieren soll, wenn man ein paar Tausend, Zehntausend, Hunderttausend Millionen an User hat, vielleicht hoffentlich, einerseits hoffentlich mal, andererseits ist es, wie gesagt, die Datenmenge davon sehr, sehr bedenklich. Und sobald man irgendwas verteilt, sobald man ein Cloud-System, ein Service-System baut, muss man sich Gedanken darüber machen, wo lege ich meine Logik hin, wo ist welche Komponente deployed, wie viel passiert wirklich am Frontend, wie viel passiert am Gateway, wie viel passiert am Server. Das sind die Challenges, die wir dabei gesehen haben. Was haben wir im Moment? Wie gesagt, wir entwickeln laufend, es ist nicht das Fertige, was ich euch jetzt vorstelle, sondern es ist Status Quo, ist eine Untermenge davon. Wir haben einerseits gateway-seitig eine Referenzimplementierung, das ist, wie ich schon angesprochen habe, ein Raspberry Pi, das mit Z-Wave spricht, das heißt mit Z-Wave-Geräten, das ist ein Funkstandard, kommunizieren kann. Das heißt, man kann alle Geräte, die Z-Wave sprechen, prinzipiell einbinden in das System. Weitere Gateway-Ideen wären Router. Es hat jeder von uns irgendwie daheim einen Router stehen, der ADSL spricht oder die UPC-Boxen, irgendein Internet-Gateway. Diese Router kann man prinzipiell, wenn die Hardware es zulässt, verwenden als auch Smart-Home-Gateways. Meistens passiert es dadurch, dass man einen Z-Wave-Stick, so einen USB-Stick einfach ansteckt, der meistens USB-Ports, Software drauf spielt, also unsere Gateway-Software oder eine Software, die mit unserer Gateway-API spricht, drauf spielt und das Ganze ist ein Smart-Home-Gateway. Das ist die Vision. Und ja, cloud-seitig, was haben wir da? Wir haben Server-Software, die einigermaßen schon stabil ist. Wie gesagt, wir entwickeln laufend dran, es ist nichts fertig, aber es ist einmal in einem Zustand, wo man schon dagegen sprechen kann. Und zwar mit Hilfe unserer APIs. Die APIs sind bei uns relativ lightweight gehalten, in dem Sinne von, dass man keine großen Protokollschichten braucht, um damit zu reden. Das sind Websockets, über die JSON-Objekte geschickt werden, somit auch relativ leicht ersichtlich. Wir kümmern uns bereits um das Hosting. Wir haben ein Datenzentrum oder eigentlich einen Server in Wien gemietet. Frontend-seitig haben wir auch Apps gebaut. Logischerweise, da wir das Ganze irgendwie auch herzeigen wollen, haben wir uns sehr viel Gedanken um die UI gemacht, mit eben Fokus auf Benutzbarkeit. Man kann einerseits die Smart Home Settings einstellen, also ich kann Geräte hinzufügen, Räume einrichten. Ich kann mein Smart Home bedienen, Control, also Licht ein- ausschalten, Sensoren einsehen. Und was wir bereits auch implementiert haben, sind eben diese If-Then-Actions, dass ich am Server Bedingungen hinterlegen kann. Aufgrund dieser Bedingungen schalte ich eben Lichter oder andere Aktoren. Auch dafür haben wir eine Web-App entwickelt. Das sind alles bei uns Web-Anwendungen, die mit JavaScript und AngularJS entwickelt wurden. Was haben wir in nächster Zeit vor, das Ganze etwas abzukürzen?
Einerseits wollen wir natürlich Features hinzufügen. Jeder will Features, Features sind schön. Features sind aber nicht das Einzige. Wir wollen andererseits auch die Operations optimieren. Das heißt, wir wollen schauen, dass wir auf große Datenmengen eingehen können, mit großen Benutzerzahlen umgehen können. Wir arbeiten laufend am Design und an der Usability. Wir haben interne und externe Tests eingerichtet, um zu evaluieren, ob die Usability passt, an welchen Ecken und Enden wir noch verbessern können. Und wir sind laufend auf der Ausschau nach weiteren Gateway-Optionen. Was kann man alles zum Gateway machen? Man will nicht immer ein zusätzliches Gerät daheim rumliegen haben, auch wenn es nur irgendwo in der Nähe des Routers liegt. Ist immer schöner, wenn man Router oder zum Beispiel TV-Boxen zu Gateways machen kann. Falls euch irgendwas davon interessiert hat, was kann man tun? Oder was wird man tun können? Einige Sachen davon gehen schon, einige noch nicht. Einerseits wollen wir, wie gesagt, dass die APIs öffnen, dass man dagegen entwickeln kann, dass man dafür Apps bauen kann. Unsere Frontend-API ist bereits offen, sie ist noch nicht final, also wir arbeiten laufend dran, aber sie ist offen. Wenn ihr Interesse an Testen habt und ein Tester werden wollt, ein Smart Home euch einrichten und damit spielen und schauen, was er so kann, gibt es die Möglichkeit. Man kann auch natürlich Forschung betreiben in die Richtung. Wir haben einen, der bei uns eine Bachelorarbeit schreibt und kein X anbinden möchte. Das ist ein Hausautomatisierungsbus, ein kabelgebundener, entwickelt quasi ein weiteres Gateway. Auch da finden sich Optionen. Wenn euch irgendwas davon interessiert, bin ich einerseits jetzt fürs Q&A zur Verfügung mit meinem Kollegen, dem Alex. Andererseits seht ihr hier meine Kontaktdaten. Wir sind prinzipiell von der Idee Smart Homes recht begeistert. Wenn es irgendwie Interesse dazu gibt von anderen, freuen wir uns immer. Wenn es Fragen gibt oder Anregungen oder Kritik oder Bedenken, einfach kontaktieren. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit und bin für jegliche Fragen zur Verfügung. Die Frage war, wir hosten das auf einer zentralen Cloud, auf unserer von uns betriebenen Cloud, ob man das auch selbst hosten kann. Im Moment bieten wir das nicht an, einfach deswegen, weil wir mit der Server-Software noch so sehr in der Entwicklung sind, dass wir noch nicht so weit sind, den Code releasen zu können. Für Entwickler ist es angedacht, dass man das machen kann. Das heißt, dass man sich irgendwie ein Paket herunterladen kann, das selber hosten kann und die Daten dann nicht bei einem selbst liegen. Das ist mal zur Entwicklerseite. Zur Businesskundenseite meistens, die Businesskunden, mit denen wir reden wollen, das eh bei sich gehostet haben, meistens im Land, auch aufgrund von Datenschutzgesetzen. Das heißt, wir legen auf jeden Fall Wert darauf, dass das Hosten auch woanders möglich gemacht ist. Im Moment so, bei dem Status, wo wir sind, betreiben wir es aber selbst. Aber ja, gutes Bedenken, das ist genau das, die Privacy, über die ich vorhin gesprochen habe, die gerade bei Smart Home Sachen sehr, sehr kritisch ist. Bitte. Wie viel hast du zu Hause selber schon an Smart Home eingerichtet? ich wohne in einer WG. Da sind einige ziemlich begeistert von der Idee. Wie viel wir eingerichtet haben, wir haben ein internes Testpaket mit, ich glaube, zwei Switches und einem Multisensor, das heißt zwei Geräte, die man schalten kann, und einem Sensor, der misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewegung und Helligkeit. Ist für einige Sachen recht praktisch. Für andere Sachen wiederum muss man dazu sagen, da ist noch Verbesserungspotenzial da, gerade so Sachen wie Kaffeemaschine sind noch ein bisschen Zukunftsmusik, weil bei der Kaffeemaschine reicht es nicht, wenn ich hier den Strom einschalte, die läuft dadurch noch nicht. Da hoffen wir verstärkt auf die Weiterentwicklung von Endgeräten, weil das ist nicht unser Gebiet. Wir entwickeln ja keine Endgeräte, die wirklich dann auch intelligent sind, wo ich der Kaffeemaschine ein Kommando schicken kann, jetzt Kaffee machen oder zumindest jetzt aufwärmen. Bitte. Die Frage war, ob beim Gateway so Kommandos wie ein Aus möglich sind und ob weitere Kommandos auch implementierbar sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist prinzipiell nicht nur ein Aus implementiert. Wir haben bereits in Entwicklung Geräte wie Dimmer, die zwischen 0 und 100 oder halt zwischen in einer Range arbeiten. LED-Strips, das heißt, wo ich überhaupt Farben hinschicken kann, das ist nicht nur ein Aus. Wir haben Heizung, wo man eine Temperatur, ein Setpoint einstellen kann, wo ich sagen kann, ich will 23 Grad hier haben. Und Jalousien
sind auch in Entwicklung. Das sind alles Geräte, die wir momentan evaluieren, die prinzipiell von der Cloud schon unterstützt werden. Das heißt, das gibt es schon. Wir arbeiten gerade an der Seite eben der Geräte, dass wir diese integrieren. Ja? Genau das ist das, was wir wollen. Die API ist soweit fähig und offen, dass sie das bereits unterstützt. Man kann sich, wenn die Backend-API, die noch nicht veröffentlicht ist, aber an dem arbeiten wir jetzt aktuell, man kann sich, sobald die Gateway-API offen ist, ein virtuelles Gerät erstellen und ein Programm schreiben, das sagt, ich bin ein Dimmer. Und dem kann man dann Kommandos schicken. Wenn der Dimmer sagt, ich arbeite zwischen 0 und 100, dann ist das bereits unterstützt. Gibt es noch Fragen? Frage war, dass momentan das System so wie es ist ein Gateway besitzt, das einerseits mit der Cloud redet, andererseits mit den Geräten und dass die Entwicklung der Geräte aber in die Richtung geht, dass die Geräte immer stärker werden und die gleiche Rechenkapazität aufbringen können oder eine ähnlich vergleichbare wie ein Raspberry Pi. Stichwort, sage ich jetzt mal, Internet of Things. Die Things werden immer intelligenter und immer vernetzter. Die API ist so ausgelegt, dass man prinzipiell immer noch dieses Modell hat von Gateways, wo Geräte dahinter sind, aber es ist der Cloud eigentlich egal, ob man ein Gateway hat, wo ein Gerät dahinter ist, das heißt, die Kaffeemaschine wäre dann ihr Gateway. Das Datenmodell sieht vor, dass man beliebig viele Gateways haben kann mit beliebig vielen Geräten dahinter. Das heißt, es ist durchaus auch möglich, dass eine Kaffeemaschine ihr eigenes Gateway ist und ein Kühlschrank sein eigenes Gateway ist. Das macht insofern auch keine Probleme. Entwickelt haben wir es deswegen, weil es eben diese Gateways gibt, die prinzipiell mehrere Geräte dahinter hängen haben. Ja, um das abzubilden, haben wir es so implementiert. Gibt es noch Fragen? Ja? Ist das Produkt jetzt schon oder ist das im Entwicklungsstatus? Setzt das schon jemand ein? Das Produkt gibt es, ja. Es ist trotzdem in Entwicklung. Das Produkt gibt es. Wir haben wir resellen prinzipiell businessmäßig nicht an Endkunden, sondern an Business-to-Business, an Firmen, die es weiterverkaufen. Also das ist im Endeffekt von uns aus ein White-Label-Produkt, wo irgendeine andere Firma, irgendwelche Telekommunikationsunternehmen ihr eigenes Label draufhauen können und dann als ihrs vermarkten. Das ist die eine Schiene. Developer-seitig ist es vorgesehen, dass man sich einfach privat herunterlädt und einsetzen kann. Ist noch nicht möglich, ist aber, wir stehen sehr kurz davor, wie gesagt, die Frontend-API ist released. Man kann sich live eine Demo davon ansehen, die schon alles spricht, bis auf dass keine echten Geräte dahinter hängen. Und ja, interne und externe Tests haben wir auch schon betrieben. Das heißt, prinzipiell, die Software ist schon da. Sorry? Testers, ja. Wie ich vorhin erwähnt habe, wenn irgendwer Interesse daran hat, das zu testen, also sich so ein Smartphone einzurichten und zu schauen, wie das funktioniert, was ich damit machen kann, auch daraufhin eben die APIs ausprobieren, sind wir immer offen für externe Tester.